Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert vom Autozentrum Hasler, Ihr Bosch Car Service im Nürnberger Norden. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum schnellen Gericht. Heute machen wir schöne Maronensuppe, passt super in die Jahreszeit, schönes Weihnachtsessen oder überhaupt ein schönes Wintergericht. Machen Milchschaum drauf, Sie können es natürlich klassisch im Teller anrichten. Ich würde es aber im Gläschen als Zwischengang servieren, wie es funktioniert. Wir machen aber Maronenpüree, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, nur mit Maronen ist eine Riesenarbeit. Spare ich mir weg, ich habe mir ein Döschen Maronenpüree gekauft, daraus machen wir schöne Suppe. Wie es funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Mitgebracht habe ich das Wichtigste für diese Maronensuppe heute. Zwiebel, weiße Sellerie, also Sellerie, logisch weiß geschälter Sellerie, ist weiße oder es ist Mittelstück vom Lauch, ein wenig Knoblauch, ein bisschen Zimt. Wenn Sie noch haben, Majoran, Chili, Wacholder, Lorbeer, ist aber nicht verpflichtend, wobei das Wichtigste von diesen vier Sachen wäre der Chili für mich. Da vorne haben wir Milch, weil wir einen Milchschaum machen. Für die Suppe ist wichtig Gemüse, Rinder- oder Geflügelfond, was Sie zu Hause haben. Ein Apfelsaft und ein Weißwein. Salz, Pfeffer natürlich. Und hier sind unsere Maronen. Wir haben Maronenpüree ist das natürlich. Wir haben festgestellt, es schaut aus wie ein Katzenfutter, wenn man es aus der Dose macht. Aber ist natürlich jetzt ein Scherzchen gewesen. Aber wir haben schön geschmunzelt miteinander. Es gibt ganze Maronen. Die haben wir irgendwo hier rumliegen. Hier ist doch eine Riesenarbeit. Für Suppe ist ganz schön aufwendig. Außerdem, wenn man es dann schon ganz aus der Schale pult, dann würde ich es auch als Ganzes verwenden, karamellisieren für Dessert oder Ähnliches und nicht hier zusammen pürieren. Da kaufe ich mir Püree und habe denselben Effekt. Das sind alle Zutaten. Salz, Pfeffer habe ich erwähnt. Ein Easy habe ich noch da. Das zeige ich Ihnen gleich. Ansonsten brauchen wir nicht mehr. So, wir fangen an mit unserem Ansatz quasi und der ist überhaupt nicht schwer. Standardansatz für weiße Suppe, Sellerie, weißes vom Lauch und ein Zwiebelchen. Ist natürlich jetzt die rote nicht gerade von Vorteil, aber ich habe halt früher halt einfach in den Korb reingegriffen und hatte dann die roten in der Hand. Hat mir bestimmt irgendjemand wieder abgelenkt, sprich irgendjemand hat mir angesprochen und hat gesagt, machen wir mal ein Foto oder hat mir die Geschichte erzählt, dass das eine Rezept sehr gut war. Und zack, hast du schon beim Einkaufen einen Fehler gemacht. Ob Sie jetzt das so klein schneiden oder wenn gröber, spielt wirklich keine Rolle. Wir mixen es ja dann eh zusammen, entweder mit dem Stabmixer oder Sie haben so einen Cocktail, so einen Standmixer. Die sind natürlich klasse, weil man halt einfach das gut länger mixen lassen kann. Dann hat man mehr Zeit für andere Sachen. Und eine gute Cremesuppe muss einfach lange gemixt werden. Wenn man mit dem Stabmixer nämlich dort steht, macht man oft den Fehler, dass man so nach einer halben Minute, wenn man denkt, ach, das passt jetzt, das ist alles klein, dass man dann schon aufhört und dann macht man den größten Fehler. Cremesuppe muss einfach mal 5, 6, 7, 8 Minuten mixen. Das ist wichtig. So, dann haben wir doch schon alles geschnitten. Sie sehen, es geht relativ schnell. Schöne Grüße an die Gustavstraße, an meinen Kollegen. Der meckert dann immer, wenn ich in die Kamera schaue und Zwiebeln dabei schneit. Ich glaube, seitdem er mal hier war und das gesehen hat, übt er. Ich könnte ihn ja demnächst einmal wieder in die Sendung mitbringen. Und dann werden wir mal nach 3, 4 Jahren feststellen, ob er es mittlerweile schon kann. Wäre mal eine tolle Idee. Der hört es jetzt bestimmt. Der wird mich dann die nächsten Tage anrufen. So, Öl rein. Sie sehen, mein Topf ist heiß. Alles drin. Das lassen wir jetzt ein wenig anschwitzen. Rosmarin dazu. Dann haben wir hier ein bisschen Majoran. Den machen wir mit dazu. Muss alles nicht sein. Also das Wichtigste sind die Fonds. Und das Wichtigste ist da dann doch der Chili dazu. Und alles andere kann sein, muss nicht sein. Tut natürlich gut. Übrigens habe ich Ihnen vergessen zu sagen, dass wir hier noch ein Zimt liegen hatten. Wir haben hier noch ein Zimt, ich habe Ihnen extra mal so schön da vorbereitet auf die schwarze Fläche. Den geben wir später auch noch dazu.
Minütchen ist vorbei, schau es mal bitte drauf, dass ihr Material da drin nicht braun wird. Chili wieder zum Schluss rein, damit es nicht verbrennt. Hier unser Maronenpüree. Es gibt da oft so vakuumierte Maronen, die sind auch sehr, sehr gut für so ein Gericht. Weil da weiß man wenigstens, dass man 100% Maronen hat. Wenn man mal beim Döschen hinten drauf schaut, Maronenpüree, sind doch bloß 70% Maronen drin. Der Rest ist wieder irgendwas. So, jetzt habe ich den vorbereitenden Zimt hier noch. Das reicht. Ein Hauch von. Jetzt machen wir. Das heißt jetzt Gemüsefond. Und jetzt müssen wir natürlich Obacht geben. Das waren jetzt, ich muss lügen, 350 Gramm Maronenpüree, glaube ich. Ja, da können es jetzt ein bisschen mehr wie das Doppelte. Und dann müssten sie eine sämige Soße oder Suppe rauskriegen. Ja, dann machen wir jetzt einen Schluck Weißwein rein. Zucker hole ich mir dann noch, den habe ich vergessen, Ihnen zu sagen. Und ich weiß auch, warum ich ihn vergessen habe, Ihnen zu sagen. Und dann Apfelsaft dazu, Salz und Pfeffern, weil ich ihn nämlich nicht vorbereitet habe. Sonst kann ich immer gucken, was so liegt. Wobei, das stimmt auch nicht, ich habe ihn ziemlich lange nicht erzählt, obwohl er da gelegen war. So, und das lassen wir jetzt einmal richtig kräftig durchkochen. Dann hole ich den Pürierstab, da treffen wir uns kurz davor. Dann kommt nämlich noch ein Stückchen Butter rein und mixen das ordentlich durch. Ich wische mal hier drüber, dann müssen wir noch einen Vanilleschaum machen. Ich hole mir noch ein paar Gläser in der Zwischenzeit. Und dann haben wir schon Suppe gekocht in schneller Zeit. Liebe Zuschauer, kennen Sie die Tage, wo Sie sich denken, Mensch du, heute läuft es nicht so rund. Ich habe quasi vorhin vergessen zu sagen, dass wir einen Honig brauchen oder einen Zucker. Ja, und dann einen Schluck Sahne brauchen wir nämlich auch noch für unsere Suppe hier. Zwar nicht viel. Aber ein Schlückchen brauchen wir, das haben wir nämlich vorhin in unserer Liste noch nicht erwähnt. Aber das wird natürlich jetzt nachgereicht. Wir machen einen Milchschaum, haben wir gesagt. Und das ist nichts anderes wie ganz normale 3,5%ige Milch. Ein Tupfen Sahne dazu. Und jetzt etwas salzen. Und jetzt müssen Sie Obacht geben. Hier haben wir jetzt einen Hauch feinen weißen Pfeffer mit drin. Es darf nicht sein, dass Sie da einen schwarzen Pfeffer mit drin haben, sonst verstopfen Ihnen die Düsen von der Easy-Maschine, nämlich von dem Ding hier. Wenn Sie sowas zu Hause nicht haben, dann nehmen Sie einfach Ihren Cappuccino und Milchschäumer und machen sich einen salzigen Milchschaum. Nichts anderes ist es nämlich. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen, füllen wir es da rein, zwei Patronen draufgeschraubt. Dann haben wir unseren Milchschaum. Ganz eine einfache Geschichte. Könnten wir auch einen Tomatenschaum machen, nehmen wir es dreifach konzentrierte Tomatenmark. Könnten wir einen Curryschaum machen, nehmen wir es einfach wegen Currypulver mit rein. Also da sind sie unendlich in der Idee. Unendlich vielleicht, aber ein sehr weites Feld. Und da halte ich jetzt 4-5 Minuten meinen Mixer rein. Das kocht gleich, das fülle ich dann um. Und dann richten wir an. Ich habe vorhin zu Ihnen gesagt, dass so mein halbes Löffelchen Honig reicht. Ich habe gerade probiert, mein Weißwein von meinem Kumpel Fischer aus Wiesenheit und mein Apfelsaft war doch mehr säuerlich, als ich mir eingestehen wollte. Aber ist ja nicht schlimm, eine Marone muss schon Süße haben. Und Sie sehen, schauen Sie rein, wir haben lang genug gemixt. Wir haben eine sehr schöne Konsistenz. Jetzt machen wir noch ein Stück Butter dazu. In dem Fall brauchen wir ja fast für unsere Verhältnisse fast nicht mehr viel. Da kriegen Sie dann noch eine schönere Konsistenz zusammen. Jawohl. Unser Milchschaum ist auch schon fertig. Sprich, jawohl, wunderbar. Haben Sie gesehen, wie der Glanz kommt? Wenn Sie jetzt nochmal zurückspulen, weil Sie sich in der Mediathek anschauen, dann schauen Sie den Glanz von vor 10 Sekunden an und den Glanz, wo wir jetzt haben. Da ist wirklich ein Riesenunterschied. Hier haben wir unseren Milchschaum. Das war bloß Milch mit einem Tupfen Sahne. Salzen. Am besten ohne Pfeffer, dann können wir es keinen Fehler machen. Und fertig, hoppla. Dann haben wir diese Patronen, die werden da reingeschraubt. Und wenn Sie sowas nicht haben, ja, müssen Sie sich bitte nicht kaufen. Wobei das natürlich, wenn Sie Kaffeekuchengäste haben, schönere Sahne, nichts Schlimmeres wie Sahne aus der Dose, weil das ist ja wirklich frisch aufgeschlagene Sahne. Ich mache da immer zwei Patronen rein. Da weiß ich wenigstens, das funktioniert. Rein von der Theorie her reicht eine auch. So, jetzt haben wir unsere Suppe, die schmeckt. Haben unseren Vanilleschaum. Ich habe vorhin schon mal Vanilleschaum gesagt. Das ist natürlich ein Milchschaum. Ne?
dass wir da keine kann Blödsinn erzählen. Und jetzt füllen wir das einfach ab. Haben Sie schöne sämige Suppe ohne Bindemittel, ohne irgendwelchen Hilfsmitteln drin, wo richtig klasse schmeckt. Darf ruhig ein bisschen pikant sein. So, und jetzt kommt unser Schaum. Jetzt machen Sie nicht den Fehler, dass Sie es gleich hier drauf probieren, sondern probieren Sie es erstmal in Ihrem Töpfchen, dass nichts passiert. So, schauen Sie her. Und jetzt haben Sie daheim einen Cappuccino. Milchschaum für Cappuccino, können Sie das ganz genauso verwenden. Und dann muss aber auch gleich serviert werden, weil sonst haben wir echt ein Problem, weil der fällt natürlich unwahrscheinlich schnell zusammen. So, was machen wir da noch? Hier legen wir einfach mal den Rand was her. Und hier machen wir ein paar Majoranblätter oben drauf. Da könnte jetzt zum Beispiel auch Croutons von der Breze oder vom Schwarzbrot würde gut drauf passen. Das passt alles dazu. Karamellisierte Maronen würden noch drauf passen. So schaut es doch schön aus wie im Teller, finde ich. Wäre ein schöner Zwischengang. Maronensuppe mit Milchschaum. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis nächste Woche. Das schnelle Gericht wird Ihnen präsentiert vom Autozentrum Hasler, Ihr Bosch Car Service im Nürnberger Norden.